Ja, hey Leute, hier ist euer Mofa-Bärchen. Ich grüße euch ganz herzlich. Wir sind wieder bei einer kleinen Runde Stranded Deep. Ich habe mich jetzt schon mal kurz eben um die Gesundheit gekümmert. Und wir sind, beziehungsweise um den Hunger und den Durst habe ich mich jetzt gekümmert. Und da wir gerade hier sind, dann nehme ich mir natürlich gleich die YOLO-Pflanze mit. Hopp, 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 hopp. Okay, sehr schön. Die brauchen wir nämlich dann für unser Äxtlein. Hier hinten habe ich auch schon Sticky irgendwo gesehen. Wo war denn der jetzt? Hier ist er. Und dann brauche ich noch ein Steinchen, das liegt hier hinten gerade recht günstig. Und und eine Schnur. Und wir machen da draus eine Jetzt dachte ich schon wieder, das ist hier ein Seil, was hier dort liegt, aber das ist nur der Schatten. Wir sind hier immer noch schattenlos. Okay, ich droppe das Seil. Wir brauchen es gerade nicht mehr. Das Messer dürfen wir allerdings nicht mehr verlieren. Man muss noch dazu sagen, wir haben jetzt, ich zeig's euch mal, es ist heute tatsächlich Sonntag und wir haben 5 Uhr und 15 und ja, wollte ich euch nur mal so eben sagen, oh, die ist knallhart auf dem Boden wieder gelandet. Krabby, du, Krabby hat sich in eine Pflanze verwandelt, oh mein Gott, okay. Oder bist du Krabby? Abschwimm hinaus! Okay, egal. Unser Mate hüstelt hier ein bisschen. Er hat schon wieder Hunger. Das ist aber auch einer, der ständig am Fressen ist hier. Ich hole jetzt noch eine Nut. Wir haben hier keine Nuts mehr, anscheinend. Habe ich schon alles auf der Insel weggefressen? Treiben wir uns schon so lange auf dieser Insel rum? Dann gehen wir mal auf den Palmtree. So, okay. Das Ganze wieder nach unten, ohne uns die Knochen zu brechen. Und dann schlagen wir diese Kokonut weg. Ich will sie nicht trinken, ich will sie nur essen. Okay, wir haben keinen Platz im Inventar. Was werfen wir da weg? Wir lassen die Steinchen hier, leider Gottes. Denn wir werden jetzt ein bisschen reißen. Ich habe es ja schon vorhin gesagt, wir sind nach Norden geschwommen. Da sind wir gestorben. Ich bin nach, wohin bin ich denn noch geschwommen? Nach Westen, glaube ich. Dort bin ich eingesperrt worden in einem Boot. Okay, wir gehen jetzt trotzdem mal Paddle nehmen und wir paddeln einfach mal Richtung Süden. Aber von Süden kommen wir. Wir paddeln Richtung Osten. Das klingt doch schon mal vernünftig. Allerdings, wie viel Uhr haben wir denn? Okay, es wurde erst Nacht oder es wurde erst dunkel. Also das heißt, wir haben noch ein Stückchen. Land in Sicht! Oh mein Gott, wir werden auf jeden Fall auf Land stoßen. Ich sehe, glaube ich, hier hinten auch schon wieder irgendein Schiffswrack. Könnte natürlich auch nur eine zweite Insel sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wir werden es auf jeden Fall feststellen. Voilà. Wir sind auf der Insel angekommen, zumindest auf der ersten, die uns auf unseren östlichen Weg hinleitet. Da droppe ich jetzt gleich mal mein Paddles. Es gibt dann natürlich auch super intelligente Menschen. Habe ich auch schon in den Kommentaren gesehen, die dann sagen, ja, schwimm doch einfach wieder zurück. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn ihr dann einfach mal, den Weg abhanden kommt oder vielleicht ein Schiffswrack seht und steuert dahin oder dreht euch ein, zweimal, dann gibt es hier kein Zurück mehr. Dann seid ihr einfach nur noch an dem Ort, wo ihr gerade seid, aber es gibt einfach kein Zurück mehr. Es geht in alle Richtungen dann zurück. Deswegen bitte ich einfach mal vor solchen Kommentaren ein bisschen abzusehen, denn das ist gar nicht so einfach. Das sieht man mal teilweise, dass die Leute keine Ahnung haben, das Game wahrscheinlich noch nicht mal haben, denn wenn man hier auf dem Ozean ist, dann sieht natürlich alles gleich aus und dann dreht ihr euch so hier zwei, dreimal und auf einmal wisst ihr schon gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Okay, nur mal, dass ich es gesagt habe, was haben wir denn hier noch sonst so auf der Insel? Wahrscheinlich gar nichts, sieht zumindest gerade so danach aus. Hier ist wieder mein Boot. Okay, dann muss ich jetzt hier ein bisschen das Wasser abchecken. Hier hinten haben wir irgendwas. Was ist denn das? Okay, das ist nur ein Stein. Okay, dann laufe ich einfach mal wieder rum. Aber wie es aussieht, haben wir tatsächlich nichts. Es sei denn, wir haben hier irgendwie ein Kistchen. Was ist denn das? Ist das ein Stein? Nee, das ist auch so ein Schiffswrack. Okay, aber ich glaube, so wirklich viel haben wir dann hier nicht mehr.
Also ich weiß zwar nicht, wo wir hier gelandet sind, aber hier liegen ja eine ganze Menge von diesen Dingern. Eine YOLO-Pflanze, okay, alles in Butter. Okay, aber hier gibt es tatsächlich nichts. Das heißt, wir werden uns einfach mal weiter nach Osten verdrücken. Oh, jetzt dachte ich schon, wir haben hier Blümchen. Haben wir aber leider nicht. Aber der Sonnenaufgang, das ist ja der Oberhammer. Es sieht ja wirklich knülle aus. Okay, ich paddle mal weiter mit Paddle. Osten müsste in der Richtung sein. Ja, so einigermaßen zumindest. Haben wir irgendwas mitgenommen? Nee, okay, das heißt, wir können beruhigt Paddle mitnehmen und werden dann hier erstmal wieder ein bisschen weiter schwimmen. Oder weiter paddeln, gerade wenn es so schön ist. Oh mein Gott, das sind aber mega viele Inseln. Ich könnte mir jetzt irgendein Ziel aussuchen. Aber wir wollen, wie gesagt, wir wollen definitiv nach Osten. Im Norden war ich schon. Da habe ich es bis zur nächsten Insel geschafft. Und im Westen das Allergleiche. Okay, hier drüben schaut irgendwas aus dem Wasser raus. Ich denke mal, dass es ein Bötchen sein wird. Und wenn wir schon gerade da sind... Ey, was ist denn hier los mit meinem Mate? Okay, er verliert schon wieder an Energie. Wir bräuchten natürlich Bandagen. Bandagen wäre natürlich overskilled. Aber wenn hier schon dieser riesen Mast rausschaut, dann werden wir natürlich gleich mal schauen, was sich hier unten befindet. Allerdings haben wir hier Hai-Besuch, wie es aussieht. Whoop. Okay, soll ich vielleicht noch irgendwas droppen? Vielleicht ein bisschen Tape? Oh mein Gott, okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen, das ist ja schwerer als gedacht. Whoop. Okay, wir haben hier ein Bötchen, wir kommen hier auf jeden Fall rein. Wir wollen erstmal die Lage checken, nicht dass wir hier wieder trinken. Hier ist eine Toolbox. Was haben wir hier drin? Ein Hammers. Wir haben aber schon Hammers. Können wir den stacken? Ja, Wunderbärchen. Also besser kann das hier gar nicht laufen. Ich tauche jetzt nochmal eben auf. Und dann tauche ich nochmal ab. Oh, das ist aber ein mega großes Boot, glaube ich. Okay, wir haben hier eine Laterne. Was ist denn das? Eine Flaregun. Wir haben sie wieder. Komm schon! Was haben wir denn hier sonst noch? Vielleicht ein Beatmungsgerät irgendwo? Noch ein Hammer! Und eine Axt. Ich nehme das Ganze jetzt mal mit. Ich muss jetzt erstmal oben, nach oben an die Luft. Okay, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben jetzt... Ey, warum konnte ich den Hammer nicht nehmen? Soll ich die Axt vielleicht droppen? Ich glaube, ich droppe sie tatsächlich. Whoop, bye bye Axt. Okay, dann hätten wir wenigstens wieder einen Slot. Ich hätte schon fast damals mein Feuer weggeworfen. Das wäre, glaube ich, ein Mörderfeld gewesen. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Okay, was haben wir denn hier sonst noch? Bestimmt wieder ein Eimer oder so. Ein Benzinkanister. Boah, das ist aber schon ein mega großes Schiffswrack. Kommen wir hier auch wieder hoch? Nochmal eben Luftzug holen. Und ich glaube, das geht sogar noch eine Etage tiefer. Okay, was haben wir denn noch? Hier werde ich mich niederlassen, glaube ich. Oh! Ich darf nicht so schnell immer auf den Rennenknopf drücken. Wir haben bestimmt wieder keine Energie mehr. Oder sehr wenig. Okay, nee, ich habe gesagt, das war's dann erstmal. Wir haben wenigstens einen Hammer gefunden. Ey, bloß, was mache ich jetzt mit meinem Boot? Wir werden jetzt wieder mega langsam sein. Ne, wir nehmen einfach wieder das Duct Tape. Oi, voilà. Achso, ja, das Problem ist, wie nehme ich jetzt meinen Ruder? Gar nicht wahrscheinlich. Das heißt, wir müssen irgendwas hier lassen, müssen uns von irgendwas trennen. Messer. Danke für die Dienste. Paddle, aber wir gehen weiter. Okay, klein bin ich und mein Paddle. Wir schwimmen weiter nach Osten. Ups, hier rüber müssen wir. Okay, aber ich habe mal gesagt, wir klappern vielleicht mal die Insel hier in der Mitte ab. Okay, Leute, hier aus dem Augenwinkel, aus den Augenwinkel, sehe ich, dass hier schon wieder irgendwas aus dem Wasser rausschaut. Da werden wir natürlich auch mal hinschwimmen. Oh, ich sehe schon, aber hier gibt es zwei Haie. Aber vielleicht kommen wir irgendwie unter Deck, wo wir etwas geschützt sind. Das einzige... Oh, das ist aber mega tief unten. Das einzige Problem hier jetzt gerade ist, dass wir keinen Platz mehr haben. Hai, bleib cool. Kann ich den Hai mit der Flaregun abschießen?
Oh, nee, das geht leider nicht. Okay, wir haben nur noch einen Schuss. Wo ist Sharky? Sharky. Jetzt haut er natürlich ab, dieser kleine Drecksack. Also einen würde ich packen, glaube ich. Zwei wären allerdings ein bisschen viel. Okay, ich schwimme jetzt hier einfach mal runter. Und nach innen. Hier mal wieder eine Toolbox. Hier haben wir noch eine Axt. Was haben wir denn hier unten? Bitte ein Medizinschränkchen. Ein Eimer. Ein Fernglas. Ich könnte es leider nicht mitnehmen. Duct Tape. Ein Hammer. Oh Gott, wir müssen hoch, wir müssen hoch, wir müssen hoch, wir müssen hoch, wir müssen hoch. Okay. Wo ist Sharky? Oh. Nicht so aggressiv hier. Wir schwimmen wieder rein. Oder nochmal rein. Wir haben hier aber nichts mehr. Ich probiere jetzt nochmal eine Etage tiefer. Vielleicht findet sich hier noch irgendwas. Nee, hier ist nur Geröll und Steine und Mist. Alles, was wir nicht brauchen. Okay, hier ist der Hai. Ich wollte schon immer mal mit Haien tauchen. Okay, klein bin ich. Komm wieder rein. Okay, haben wir irgendwas gelootet? Nein, gar nichts. Wir haben drei Hammers. Anscheinend habe ich den vorhin vergessen mitzunehmen. Und wir paddeln wieder nach Osten. Perfetto. Okay, und weiter geht's. Okay, hier ist Land, aber ich habe hier schon mega viele Haie gesehen. Die schippern hier irgendwo alle rum, direkt um diese Insel. Die wissen anscheinend, was sie haben wollen. Natürlich mich, da ich schon blute wie ein Schwein. Okay, gleich mal hier so den Boden noch ein bisschen mit abchecken. Okay, wir sind auf jeden Fall erstmal in Sicherheit. Ach komm schon, ist es wieder diese Hai-Insel? War ich hier nicht schon? Oder sind die Inseln einfach alle random? Oh, hier liegen aber auch schon Kokosnuts auf dem Boden. Hey! Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir tatsächlich hier schon waren. Aber vielleicht werden wir uns hier mal eben niederlassen und ein bisschen Futter zu suchen. Ich will mal kurz eben schauen, wie es hier steinetechnisch aussieht. Wobei, hier ist halt diese Insel, wo dieser Hai-Typ andauernd durchschwimmt. Ey! Kann er mir was machen hier? Wo kommt er denn immer her? Nee, ich denke, auf dieser Insel werden wir definitiv nicht bleiben, wenn hier die ganze Zeit die Haie hier durchschwimmen. Abracadabra, ich brauche Kokosnuss. Ich will hier erstmal was machen zu essen. Wobei, wisst ihr was? Ihr seht andauernd nur, wie ich Kokosnuss zubereite. Da mache ich euch mal einen Gefallen und esse heute ausnahmsweise mal Krabben. Oder hier Krebse. Komm, Stemmi. Stemmi, komm her. Ich werde natürlich auch was trinken, aber da braucht man natürlich eine Wasserflasche dafür. Die haben wir leider noch nicht. Oder hatten wir. Aber ich habe sie weggedroppt, was vielleicht auch ein Fehler war, da ich dachte, ja gut, wir kommen natürlich wieder auf die Insel zurück, aber ja, dem war dann doch nicht so. Okay, nur noch einmal Stickies und dann können wir eigentlich schon wieder unser Lagerfeuer basteln. Okay, ich packe das jetzt hier mal alles zusammen und drop das alles zusammen hier drauf. Wupp, 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 wupp. Und dann craften wir ein Campfire. Das machen wir hier hin. In Hoffnung, dass der Hai durchschwimmt. Okay, et voilà. Jetzt bräuchten wir noch eine Krabby. Krabby? Was passiert eigentlich, wenn ich klein bin aufs Ding lege, auf den Grill? Verbrennt es dann? Ich denke mal nicht. Ach komm schon, jetzt wollte ich einmal Krabben essen, jetzt finde ich hier keine. Vielleicht läuft es ja dann doch wieder auf Kokosnüsse hinaus. Okay, haben wir noch zwei Sticks übrig? Hier ist noch einer. Haben wir auch noch einen Stein? Hä? Der lootet hier halt mein Feuer weg. Wo ist ein Stein? Stein, Stein?
Okay, ich hoffe, dass nicht, dass es die Insel war, auf der wir schon gelootet haben. Ich denke aber mal ganz stark, dass es die gleiche ist. Ich sollte mir irgendwie immer so ein Zeichen setzen. Irgendwas, was gibt's denn, was wir Kleines bauen könnten? Wir könnten ja eine Fontäne. Oh! Oh, mein Griff. Oh, ich habe ihn gehittet. Soll ich ihn vielleicht natzen? Aber er ist, glaube ich, hier eingesperrt. Ich glaube, er kommt hier gar nicht raus. Er hat sich irgendwie reingebackt. Okay, ist ja egal. Wisst ihr was? Es gibt leider keine Dinger gerade. Keine Krabben. Oder keine Krabbies. Komm schon. Dann muss es jetzt wieder auf Kokosnüsse hinauslaufen. Sorry, Jungs und Mädels. Aufheben wollen wir, nicht droppen. Und dann schlürfen wir das erstmal ganz gemütlich aus. Und drop und trinken und drop und trinken und drop. Oh, oh. Sehr schön. Ja, ich weiß, meine Uhr piepst hier schon im Dauerzustand. Wie sieht es denn überhaupt aus? Ja, so schlecht geht es uns ja gar nicht. Okay, ich weiß auch gar nicht, ab wann man tot ist oder ab wann man nichts mehr machen kann, denn unsere Energie war schon auch auf dem tiefsten Stand. Ey, wir haben trotzdem weitergelebt. Und der isst Kokosnüsse. Ich verstehe gar nicht, was ich für ein Problem mit Kokosnüsse habe. Kokosnüsse sind doch amazing! Komm her! Du kleiner Dreckshai. Okay. Ja, gut, da habe ich jetzt wenigstens mal ein Campfire gecraftet. Wir brauchen ein Paddle. Ups. Und wir schwimmen weiter nach Osten. Okay. Wir nehmen wieder Paddle und werden uns einmal um die Insel rum verdrücken.